64 Gehirnerschütterungen und 3 Schwerverletzte. Mein Game ist abgestürzt, Simi. Rostiger Nagel an Zuckerstange, ich überhole jetzt oder so. Und wie komme ich jetzt wieder auf die Autobahn drauf? Was machst du denn da? So viele Polizisten haben wir in Österreich gar nicht. Was geht, meine Party People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz YouTube! Ihr habt die 100 Likes aber so schnell voll gemacht. Ihr wollt jetzt unbedingt den zweiten Teil von Euro Truck Simulator mit dem Sebi. Und das gibt es heute nur für euch. Bei 150 Likes gibt es ein paar 2. Let's go, alle Kanäle abonnieren. Und wir fahren da jetzt aber sowas von rein. Oh. Da! Da bin ich. Den roten, den soll ich vorlesen? Sebi! Sebi! Das ist mit Schaden! Hör auf! Fahr mal nicht rein! Das ist mit Schaden! Wie mit Schaden? Ja, mit Schaden! Du zahlst Strafe, wenn du wo reinfährst! Oh! Sebi, wie parkst du denn? Ich park nicht, ich fahr los! Lass mich vorfahren! Ja. Dann bleib doch stehen! So, wir fahren hier jetzt raus. Er sagt, er lässt mich vorfahren und fährt einfach. Ach so, du bist... Ach so, sorry, du. Egal. Er fährt. Ey, der bremst nicht, der Dulli. Was ist das für ein Auto? LKW. Der fährt nicht, Mann. Komm, ne? Ja. Fahr vor, du hast gesagt, du fährst vor. Ja, ich musste erstmal raus. Jetzt wart doch kurz auf mich. Hängen Sie? Ich bin da. Und wir fahren. Okay, ich fahre jetzt hinten nach, okay? Haben wir die gleiche Mission beide? Ja. Okay. Domme, du fährst mir zu schnell durch den Kreisverkehr. Domme, du hast hier ein Schild umgefahren. Stimmt ja gar nicht. Ah, Moment, ich rufe kurz die Polizei. Ja, grüß Gott, ich bin LKW-Fahrer aus Leidenschaft. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Hier hat jemand ein Verkehrsschild umgefahren. Ich kenne seinen Namen und seinen LKW. Gut, alles klar. Wir hören uns. Wiederhören. Digga, Sebi, wo bist du denn? Ja, Domme, du hast Fahrerflucht begangen. Du hast gerade hier ein Verkehrsschild umgetreten. Jetzt komm doch mal hier hin. Ja, ich komm schon. In der Circle. Wir fahren im Circle. Fahr doch vor, Sebi. So. Das ist übrigens die Salzach. Willst du eine Geschichte erzählt haben? Ja, hau raus eine Geschichte zu Salzach. Okay, let's go. Weißt du, warum die Salzach Salzach heißt? Ja, weil sie salzig ist, oder? Nein, da wurde damals, vor genau 392 Jahren, wurde das Salz drüber transportiert. Nee. Weil Salz war die Hauptstadt des Salzes. Und Salzburg liegt neben Pfefferburg. Das ist die Hauptstadt des Pfeffers. Und gegenüber von Zuckerburg, das ist die Hauptstadt des... So, okay, Daumen, bist du hinter mir? War ich schon LKW-Fahrer. Ja, folgt damit schneller da! Hallo! Ich bin da gerade hinten voll reinradiert. Okay, so, jetzt gehen wir hier mal rechts rüber. So. Was macht Sivi? Was machst du denn da? Ich fahre hier ganz vorsichtig. Im Gegensatz zu dir fahre ich keine Verkehrsschilder um. Außerdem ist hier 80er. Wie viel schnell fahren wir? Super klein. Wo blinkt man eigentlich? Ist egal, ich muss nicht blinken. Domme, LKWs fahren auf der rechten Spur. Ich zeig dich an, Mann, auch wenn du ein Freund bist. So geht das nicht, Alter. Guten Tag, dass er umgekippt. Ah! Ah, Sebi! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Sebi! Ah! Oh mein Gott, schau, wo ich lieg! Wie erklärst du das deinem Chef, Alter? Hey, Chef! Chef! Sind wir gut versichert? Wir haben ein Problem. Mann, Sebi! Ich komm da jetzt nicht mehr weg! Ja toll, und jetzt? Okay, Domme. Ja, wie kommst du da jetzt raus? Ja, gar nicht mehr! Und wie komme ich jetzt wieder auf die Autobahn drauf? Digga, wir müssen in die Werkstatt! Das war's! Mein Game ist... Ja, ich bin raus! Mein Game ist abgestürzt, Sebi! Ja, wär's bei mir auch bei so einem Unfall, ey. Ja, Digga, warum crashst du mich denn? Ich hab gar nichts gemacht! Alter, ich fahr neben dir und du fährst mich komplett um! Deswegen fährt man nur auf der rechten Spur. Digga, was für rechte Spur? Der LKW hat Rechtsfahrgebot. Der muss auf der Autobahn immer rechts fahren. Der LKW kann mich mal. Das ist ja kein U-Boot, was wir da fahren. U-Boote können überall fahren. Crush mich doch nicht. Ich wollte neben dir fahren auf episch. Er crusht mich. Ich habe halt einen Crush auf dich, Domme. Oh, ich fahre hier schon an, Alter. Ich fahre hier schon an. Ich fahre hier schon an. Sebi, was machst du? Ich habe die Kurve zu eng genommen, Mann. Ich kann nicht LKW fahren. Domme, jetzt fahr mal, ey, du kriegst hier. Überhol mich doch! Ich warte, bis du mich überholst! Wenn du jetzt nochmal hier im Kreisverkehr. Domme, du fährst gegen den Kreis.
Tommy, was machst du, ey? Oh, Scheiße. Oh, Kacke, verdammt. Tommy, du hast gerade hier wieder ein Ding umgefahren. Nee, so eine... das stimmt nicht. Wir haben gesagt, wir nehmen das jetzt ernst, das Spiel. Ja, überhol mich doch jetzt. Ich warte auf dich. Komm doch, kannst du mich mal überholen jetzt, bitte? Überhol mich doch jetzt. Tommy, ich kann ihn nicht überholen. Das ist eine Abfahrt von einer Auto... Geil! Die Polizei. Tommy, jetzt reiß dich zusammen. Du kannst eine Strafe auch kriegen, Digga. Ey, Tommy, wir hören's gleich, ne? Ja, grüß Gott, Führerschein und Zulassung, bitte. Ich hab dich. Was? Nix sprechen Deutsch. Fahr doch jetzt vorbei! Ich fahr ja, aber es wäre gut, wenn du nicht fährst, wenn ich fahr. Mann, Digga. Da fahren wir jetzt hin. Ja, wie kann ich schneller fahren? Ist irgendwie. Tommy, sind in den LKWs Drosseln drinnen, dass die nicht so schnell fahren können, oder was? Digga, du hast einen Schwertransport hinten drauf und du fragst mich, wie du schneller fahren kannst? Ja, stimmt eigentlich. Gute Einwand, Tommy. Ich nehm's zurück. Hier ist die Mautstation. Oh, Mauti McMaut Maut. Der fahr ganz rechts durch. Nicht in der Mitte. In der Mitte? Wo? Nicht in der Mitte, Sebi. Oh, Scheiße, ich bretter die hinten rein fast. Oh, jetzt muss ich hier rein. Mann, was ist mit dem LKW neben mir? Da ist die Maut. Fahr doch durch da! Mann, Sebi! Was denn? Ich kann nicht fahren! Wieso nicht? Er lässt mich nicht fahren! Fahr weiter, bitte! Ich kann nicht fahren! Was? Du kannst nicht fahren! Du fährst auch rückwärts! Ich kann da nicht reinfahren! Hä, wieso kann man da nicht durch? Ja, weil diese Maut bescheuert ist, ey! Jedes Mal, wenn ich da in Real Life bin, ist das auch bescheuert hier! Ich probier das mal jetzt! Du bist hier nicht richtig gefahren, Sebi. Oma, ich bin. Fahr du doch mal jetzt da rein, ey. Ich fahr doch. Geh doch mal weg mit deinem Scheiß. Fahr ja schon weg. Hey, du kannst da ganz normal durch. Deine Stempel. Schau doch, Sebi. Wie geht das bei dir, Domme? Ich fahr normal durch. Ich kann hier nicht fahren. Jetzt komm doch mal hier rum, Sebi. Ja, ich komm ja schon. Warte, ich fahr doch auf die Seite. Ja, ich fahr gerade. Och, jetzt lass mich doch mal rein hier, Aluxion. Jetzt am voll durch, ey. Jetzt bin ich durch, ey. So. Du kriegst noch ein Brezen und ein Weißwürstel von mir, geil. Und eine halbe. So, jetzt fahren wir da. Oh, die Polizei. Tommy, du musst dich konzentrieren. Tommy, da ist ultra viel Polizei unterwegs in dem Spiel. So viele Polizisten haben wir in Österreich gar nicht. Tommy, der Dauerntunnel ist aber richtig... Oh mein Gott, ich bin fast umgekippt gerade. Was ist eigentlich, wenn ich der Polizei jetzt reinfahre, Tommy? Keine Ahnung. Ja, was, mein Lieber? Hallo? Bist du in der Polizei reingefahren? Nein. Baby, was machst du denn da vorne? Was? Ich hab nichts gemacht. Ich überhole. Digga, du bist gerade so eine Schlangenlinie. Da fährt eine Schlangenlinie. Ich komm mit voller Karacho, Sebi. Ich fahr wie ein Löwe, fahr ich gerade. Mach mal. Kommt gut an, ja. So, Dame. Ich fahr. Dame, was machst du da hinten wieder für einen Blödsinn, ey? Ich hab's genau gesehen nach hinten jetzt. Du hast wieder nur Blödsinn im Kopf. Ich bin gereizt, wart doch auf mich! Mann, Sebi, nein, Domme, jetzt gibt's keine Beschwerden mehr. Du bist selber schuld, wenn du da hinten so Blödsinn machst, ey. Ja, Sebi, ich wollte die Spur wechseln und du ziehst direkt vor mir rüber, ohne zu blinken. Wo blinkt man bei dem Spiel, Alter? Ohne zu blinken bist du rüber. Ich verstehe, ich hör nur geschrien von dir jetzt. Runter da. Ui, bin ich schnell. Okay, alles gut. Alles. Wo bist du, Sebi? Jetzt wart doch mal auf mich. Domme, jetzt bleib mal gut hier jetzt. Kann ich hier mit Funk irgendwie mit dir reden, Domme? Digga, was für ein Funk? Wir reden doch im Discord. Deutsche 5-9, ich bin gerade abgefahren. Hey, bei mir steht Achtung, Werkstatt aufsuchen. Sebi, hinter dir ist Polizei! Wo hinter mir ist die Polizei? So, mit euch habe ich eine Rechnung offen, Alter. Bleib doch nicht stehen. Sebi, Polizei... Und jetzt fahr ich weg! Kein Bock mehr! Ich kann nicht mehr! That's the sound of the police! That's the sound of the police! Okay, wir fahren jetzt. Lern mir bitte, warum wir von der Autobahn abgefahren sind und jetzt in die andere Richtung fahren. Mann, keine Ahnung, vielleicht haben wir uns verfahren. Ich weiß es doch selber nicht. Die Polizei ist so unauffällig hinter mir. Das ist sicher so eine Undercover-Polizei oder so. Ich muss ganz brav fahren jetzt, oder? Ich mach die Pannentaktik. Oh, ich hab eine Panne. Was macht er da vorne? Ja. Digga, was ist das?
Sieh, was machst du denn? Ah, okay, ich fahr jetzt. So, okay, wir fahren weg von der Polizei. Was machst du, Sebi? Der Kopfjäger, Alter. Was, ich hör schon in der Nachricht. Ein wahnsinnig gewordener LKW-Fahrer hat sich der Polizei bedient. Diese wollte überholen. Der wahnsinnige Truckfahrer fuhr auf einmal nach links und die Polizei erlitt einen schweren Schaden. 64 Gehirnerschütterungen und 3 Schwerverletzte. Einfach abdrängen und abgehen. Ist die Polizei abgedrängt? Hast du sie abgehängt? Das passiert, wenn man während der Fahrt aufs Handy schaut. Lalalala, ich schau aufs Handy. Oh, ich schau hier wieder TikTok. Aha, Katzenvideo. So, jetzt fahren wir wieder. Oh. So, das hat keiner gemerkt. Hey, aber normal, die neuen LKWs haben hier eigentlich nur so Dingens. Ich hasse dich dafür, Sebi. Ich hasse dich wirklich dafür. Du bist so ein... Ich hasse dich so sehr, wirklich. Ich hab TikTok geguckt, was soll ich denn machen, ey? Fahr immer weiter. Kein Problem, ja, Sebi. Ich fahr weiter. Sebi, das war's wieder, gell? Das ist ja bewusst, oder? Wieso war's das? Ja, weil ich jetzt in die Werkstatt muss und das war's. Ja, warum kannst du nicht fahren, Domme, ey? Du hängst hier ständig im Gebüsch, ey. Mann, du kannst immer irgendwie mich mal rechts wirklich an mir vorbei. Kannst du mir mal einen Gefallen tun, Domme? Wenn du sagst, ich soll vorfahren, dann überhol mich nicht heimlich oder gib mir einen Funkspruch durch. Rostiger Nagel an Zuckerstange, ich überhole jetzt oder so. Ja, ich bin rostiger Nagel, du bist Zuckerstange oder umgekehrt. Mir egal, wir brauchen Codewörter. Also, Codewort Nummer 1, wenn die Polizei kommt, der Storch ist auf dem Mond gelandet. Das musst du mir durchgeben, dann wissen wir, Polizei kommt, okay? Okay. Wenn du überholen willst, dann was? Ich hab's vergessen. Rostiger Nagel, hier spricht Zuckerstange. Ich möchte überholen. Das sag ich sicher nicht. Oh oh, mein LKW fährt nicht mehr. Haben wir jetzt höhere Kosten für die Werkstatt als für unseren Auftrag? Ja. Wartungsempfehlungen. Komm jetzt da, fahr weiter. 58.000 Euro! Kann ich das von der Steuer absetzen? Sebi, ich warte auf dich! Ach so, Reparaturkosten werden vom Arbeitgeber gedenkt. Dann! Alles tauschen, 118.000! Hallo Chef, wegen Auftrag für 2.000 Euro muss ich alles tauschen, 118.000 Euro. Mach ich. Bis dann. Okay, Chef hat genehmigt, kann ich machen. Bist du schon da, Sebi? Machst du schon wieder Pause, Domme? Ich warte doch auf dich. So, jetzt sind wir gleich auf der Autobahn, dann können wir TikTok gucken, okay? Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr, Sebi. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Was macht man auf der Autobahn? Kurz gucken und Handy schauen. Let's go. Ups. Du bist auch nicht mal auf der Autobahn. Scheiße, das ist nicht die Autobahn. Kreisverkehr. Stopp. Okay, alles gut. Alles gut. Dann fahren wir kurz nach St. Veit irgendwo hier hoch oder so. Domme, du kannst mich doch nicht... What the? Domme, Alter. Wo bist du überhaupt? Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Du hast mich gerade im Kreisverkehr wie ein Wahnsinniger überholt, Alter. Das hätte ich so gerne aus der anderen Perspektive gesehen. Hoch oder so. Domme, du kannst mich doch nicht... What the? Domme, Alter. Ich weiß immer noch nicht, wo man blinkt in dem Spiel. Wo blinkt man? Ich hab's dir schon 5-mal gesagt, Sebi. Bei Q und bei E. Bei E mache ich einen Motor aus, Domme! Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich an... Das wird nichts mehr. Ja, Domme, wir müssen Gas geben. Dann gib mal Gas. Mach ich. Warum versuchst du mich absichtlich hier zu... Zu mir stehen bleiben. Hinter dir sind 2 LKWs, Sebi. So entsteht also Stau. Aha. Interessant. Ich gehe mal kurz Raststätte, Domme, ich bin müde. Nee, du gehst nicht Raststätte! Ey, warum fährt der so schnell, der Zitronenlieferant? Ist der wahnsinnig? Der wollte mich umbringen. Ey, der... Am schlimmsten für einen LKW-Fahrer ist, wenn du hinten ein bisschen antippst. Dann geht der nämlich... So, ich fahre jetzt hier ab. Der will auch abfahren, der Idiot. Nee, denn den lassen wir nicht mehr. 47. Okay, Domme, lass abfahren. Ist das hier nicht einspurig? Das ist einspurig. Ich fahr so, Alter. So, fahren wir jetzt den Rest. Wo bist du, Sebi? So funktioniert LKW-Fahren. Einfach hier geradeaus fahren, ja? Jetzt Tempomat rein und TikTok. Dum, dum, dum ist in meinem Kopf drin, Digga. Das Fahrgefühl für freie Männer. Digga, Sebi, wie fährst du? Wir fahren jetzt nebeneinander. Domme, was machst du da? Hör auf, hör auf! Hör auf, hör auf! Domme, was machst du denn schon wieder? Domme! Domme, wir haben besprochen, was du sagen musst, wenn du mich überholen willst. Zuckerstange an rostiger Nagel. Ich möchte jetzt überholen. Ach, ich will nur neben dir fahren. Und du sagst, was machst du, Domme? Und fahrst wieder voll in mich rein. Na, du bist in mich gefahren, Domme. Du hast so no reaction. Erklär mir mal eins, Domme. Warum bin ich immer der dann weiterfährt und du der einen Crash hat? Ich fahr 5-mal gegen die Wand und fährst einfach weiter. Es ist nichts passiert. Zuckerstange an rostiger Nagel. Ich überhole. Was? Zuckerstange überholt? Zuckerstange überholt?
Zuckerstange hat rostiger Nagel clean überholt. Warum kannst du so schnell fahren? Was drückst du? Sebi, ich habe Gaspedale. Hey, Sebi, wir sind falsch gefahren, glaube ich. Nee, ich fahre dir nur nach. Ja, aber wir brauchen jetzt wieder 2 Stunden. Wir waren doch schon fast am Ziel. Ach, ich kotze gleich im Strahl. Das ist doch echt Domme. Sie werden Domme, müde. Jetzt fährst du aber langsamer, Domme, oder? Digga, bei mir steht, sie werden müde. Finden Sie einen Parkplatz. Achtung, rostiger Nagel, Zuckerstange, sie werden überholt. Drück mal auf die Tube, Sebi. Du fährst falsch. Der Arbeitgeber zahlt alles. Was war nochmal? Scheiße. Scheiße. Sebi, ich bin raus. Das war's. Ach, man kann die Ladung auch beschädigen, sehe ich gerade. Bei uns ist alles beschädigt, Sebi. Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Smash den Like-Button, wenn ihr noch einen Part mit Sebi haben wollt. Heute in einer Woche kommt das versprochene LS-Video. Das ist so geisteskrank, wie bei euch ankommen. Das ist unfassbar. Abonnieren, nettes Kommentar da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, ciao. Reingehauen.